Eigentlich ist doch der Geheimgang zwischen der Peitsche Maid und der Hütte da, der ist doch eigentlich total matschig und dunkel und steinig, so ist im Buch jedenfalls. Aber hey, warum denn? Warum sollte das hier so sein? Ja, das war sehr schön. es ist göttlich. Na ja, gut, egal. Dann laufen wir einfach drüber und es gut ist. Wie stellen wir uns denn an? Hier in der Leben, Harry. Cool. Und natürlich ist es wieder verschlossen. Ist schon wieder kaputt. Dann lass mal Hermine wieder aufwachen, wenn sie es denn mal schafft. Wir könnten ja auch einen Zaubertrank geben, aber ich habe keine Lust. Erstens habe ich keinen. Zweitens hat Hermine den ganzen Shit. Ist jetzt ein bisschen dumm. Ja, Hermine, guck dir den Trank noch ganz lange an. Vielleicht wird der dann. Sieht der dann ein bisschen anders aus? Los, Harry, jetzt kannst du ihn kaputt schlagen. Au. Super. So ein schöner Koop-Style im Spiel hier. Ja, machen wir erstmal die Quelle kaputt, bevor wir uns um die Monster kümmern. Ja. Trinken wir erstmal eine Runde wieder. Und Hermine, hau den Wodka weg. Super. Geht doch. Sehr schön. Haben wir es geschafft. Ist ja voll spannend, das Spiel. Das kennt immer noch nicht, warum im Geheimgang Fackeln sind. Oh nein. Nicht ernsthaft. Haben sie wahrscheinlich gedacht, zum Ende zu müssen wir nochmal alles, was geht, reinpacken an dummen Kreaturen. Dann muss Hermine wohl sterben. Traurig, Hermine, aber musst du wohl sterben, ne? Und seitdem spielt Hermine in Harry Potter nicht mehr mit. Ich wurde vergiftet. Ich brauche Gegengift. Ja, Hermine, komm, trink mir Alkohol. Das ist eigentlich das. Hermine ist voll suchti. Oh, jetzt brauche ich gar keinen Trank mehr. Gut, das heißt, wir brauchen jetzt Reparo. Und am besten.
das hier. Und dann auf geht's. Ja, Hermine. Hast du nicht kommen sehen, wa? Gut. Gut, ja, da, Harry, lass das Mädchen alles machen. Ich meine... Ist halt unnötig. Hä, hey, was geht denn jetzt ab? Ach, Hermine stirbt wieder. Dann töten wir halt alle. Ja, Harry, schänden die Leiche von Hermine, indem du einfach auf sie Zaubersprüche abschießt. Na komm, Hermine. Lass jetzt halt, ich meine, ist ja noch Krieg. Warum steht in dem Geheimgang zufällig eine Kiste? Das sind alles Fragen, über die man ganz lange diskutieren könnte. Aber hey. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Sieht gut aus. Dass wir den Geheimgang ein für alle Mal hinter uns lassen. Der Tunnel führte von der peitschenden Weide zur heulenden Hütte. Harry erfuhr, dass der schwarze Hund in Wahrheit Sirius Black war und dass Black nicht zurückgekommen war, um ihn zu ermorden, sondern um Peter Pettigrew zur Strecke zu bringen. Denn er hatte Harrys Eltern an Lord Voldemort verraten. Nein! Er soll nach Azkaban. Also echt mal. Er soll nach Azkaban. Aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt ohne Scheiß jetzt. Bist du dumm? Als sie Pettigrew nach Hogwarts bringen wollten, erschien der Vollmond am Himmel und Professor Lupin verwandelte sich in einen Werwolf. Guck, wie er aussieht. Oh, süß. Eine Katze. Gut, das sieht ganz lustig aus. Ja, das hilft. Das hilft. Locker. Und floggig. In all dem Chaos konnte Scheiße. Sirius ist gestorben. Warum denn? Das ist doch Schwachsinn. Lass die Dementoren unsere Seele aussaugen. Yay. Das macht Hermine. Hermine rennt jetzt einfach weg und lässt uns sterben. Ach so. Okay. Das ist wirklich crank. Haha. Haha. Ich will nicht sagen, aber wisst ihr, wie schwer es ist, einen Erwachsenen durch die Kante zu ziehen? Oh. Das nervt. Ah, ich glaube, das war's dann auch gleich. Ein Spiel ab 6 zu machen, ist ja ganz schön heftig, oder? Erstens hätte ich das Spiel schon ab 12 gemacht wegen Psychoterror. Und dann ab 16 wegen diesen hässlichen Gestalten. Hä? Ja, Witz, wie soll ich das denn schaffen? Hä? Was ist das für ein Bullshit? Schon wieder. Er stirbt doch sowieso dann. Also ich meine, er stirbt nicht, aber... Die Dementoren kommen aber auch, wie sie wollen, oder wie? Ja.
Verpiss dich, Alter. Ja. Muss ja? Ja. Das ist so crank, die Stelle. Davon kommen da nicht eigentlich Hunderte? Und ich sehe gerade mal vielleicht 5, 6, 7. Ach so, jetzt. Ja, geh so weit weg von Sirius, Harry. Lass alles, was geht. Ja. Nimm Harry und lauf! 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 Oh. Piss dich, Alter! Kein im Harry und lauf? Jetzt wäre doch mal ein Zeitlimit. Ganz cool, so lange musste man die Mentoren verjagen, bla bla bla. Aber denkste. Ich kann stundenlang so weitermachen, wie geht's euch? Er ist schuldig. Oh, Action! Nein, Harry, nicht dein Dad. Black saß als Gefangener im siebten Stock des Westturms und wartete auf seine Strafe. Harry und Hermine wachten im Krankenflügel auf und brannten darauf, Dumbledore alles und brannten. Professor, Black sagt die Wahrheit. Er ist unschuldig, Professor. Ich glaube euch, ja, aber ich kann nicht. Er ist doch Fresh D, hallo. Was wir brauchen, ist mehr Zeit. Hermine verstand sofort. Dumbledore erlaubte ihm die Benutzung des Zeitumkehrers, den sie schon oft verwendet hatte, um mehrere Stunden gleichzeitig zu besuchen. Wir benutzen den Zeitumkehrer, um 3 Stunden zurückzugehen und dann Seidenschnabel und Sirius zu retten. Ja, wow. Normalerweise müsste Hermine jetzt das Amulett um Harry und Harry und sich selbst legen, um den Zeitumkehrer mit Harry in der Zeit zurückzureißen, bla bla bla. Der Rettung okay, egal. Schnabels versteckten sich Harry und Hermine in den Büschen am See. Je näher die Gefangennahme Blacks durch die Dementoren rückte, desto mehr kreisten Harrys Gedanken um die schemenhafte Gestalt und das gespenstische Wesen an sich. Es hört sich verrückt an, aber ich glaube, das war Dad. Harry, man darf dich nicht sehen. Jetzt hätte eigentlich der Retter kommen sollen. Aber diesmal... Oh mein Gott. Es traf ihn wie ein Schlag. Er hatte nicht seinen Vater gesehen, sondern sich selbst. Nee, Harry, lass einfach sterben. Lass dich sterben, Harry. Ist doch nicht so schlimm. Ja, lass mal Patronus machen.